Was soll man noch dazu sagen? Der Markt ist einfach zu schwach, um Schwäche zu zeigen. Klingt eigenartig, aber tatsächlich, er wehrt sich nicht dagegen, dass man ihn einfach gnadenlos nach oben kauft. Es sieht weiterhin gut aus. Wir sehen, dass jedwede Versuche nach unten, dieses klassische, typische, korrektive Bild, wir haben da ganz häufig schon drüber gesprochen. Ihr seht das hier, dieses typische ABC. Hier ist das nächste ABC. Also es ist so ein Klassiker, der Markt will es einfach nicht. Er wackelt sich einen zurecht von mir aus hier, aber so richtig Druck nach unten mag nicht auftreten. Und ihr seht schon, der jüngste Arm jetzt hier am Freitagnachmittag hier, der zeigt ebenfalls dynamisch nach oben. Und wenn wir jetzt hier die nächste kleinere ABC, das wird die Intraday-Händler freuen, wenn es denn so kommt, das wissen wir natürlich nicht, aber es gibt im Moment ja so wenig Gegenwehr. Es kann eigentlich nur nach oben gehen. So sieht es zumindest mal aus als Möglichkeit. Ob das natürlich so kommt, das werden wir sehen. Das wird jetzt hier abzuwarten sein. Aber im Moment sind eigentlich fast alle Bewegungen dieser Art scharf in eine Richtung, und zwar in die nach oben und relativ schwach nach unten. Es gibt natürlich in dieser Dreiwelligkeit schon immer wieder einzelne Bewegungen, die dann mal scharf sind. Im Kleinen, das ist natürlich logisch, aber insgesamt die Bewegung, ihr seht das hier auch im Stundenchart, ihr seht das Tageschart theoretisch auch, keine Chance. Der Index, der DAX beispielsweise, der ist ebenfalls null Stärke auf der Abwärtsseite. Formulieren wir es mal so, Mausbewegung mal in die andere Richtung. Nein, aber ihr seht es, hoch geht es nun mal stark, abwärts ging es hier relativ schwach. Allerdings, das muss man dazu sagen, jetzt hier vor dem Wochenende, der Teil ist auch noch eher harmlos. Das lässt vielleicht sogar noch vermuten, dass wir nochmal eine Abwärtsseite kriegen. Vielleicht auch tatsächlich so ähnlich harmlos wie das, was wir hier haben. Ja, und was hätten wir dann? Ja, dann hätten wir theoretisch hier genau das Gleiche wieder. Ich mache mal hier die alten Linien nochmal raus, denn die brauchen wir jetzt hier aktuell, glaube ich, weniger. Aber dann hätten wir hier wieder das gleiche Bild. Ich zeichne es mal drüber. A, B, C und damit die nächste Chance für die Long-Seite. Es ist im Moment zum Verzweifeln. Es gibt gute Gründe, warum der Markt eigentlich auch mal nach unten wegtauchen müsste, dürfte, könnte, sollte. Es täte dem Markt auch mal gut nach dem Anstieg, aber alleine die Schwäche fehlt. Der Mut für abwärts, der ist offensichtlich nicht da und man kann niemandem jetzt guten Gewissens empfehlen. Ja, dann also ab auf die Short-Seite. Ich sehe es im Moment nicht. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Als Händler dürfen wir nie einer Meinung festhalten. Das ist eine Sache, die häufig kritisiert wird, auch gerade bei mir natürlich, weil ich da Wendehals ja auch vom Herrn bin und sage, na, es geht hoch oder es geht runter. Ja, genau. Ja, aber so einfach ist es letztlich. Und das Schöne ist, man kann ja erkennen, nicht immer, das wäre zu einfach, aber sehr häufig kann man erkennen, wo die Dynamik eben stark ist oder nicht. Also theoretisch kann es natürlich nach unten gehen, es wäre vernünftig und alles, aber der Markt zeigt es nicht. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, hier irgendeine Dynamik nach unten aufzubauen. Gucken wir mal auf den Dow Jones, was wir da haben. Auch da ist es generell gesprochen immer noch die Aufwärtsseite. Wir sehen, dass wir, wenn wir mal die Abwärtsseite hatten, dass das ebenfalls dieses Wackelige ist. Vergleicht einfach diese Bewegung mit der, dann habt ihr einen Eindruck, in welche Richtung das geht. Und im Moment ist das eben noch nach oben. Und auch jetzt hier, zack, im kurzfristigen Minute ist, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Aber Schub nach oben, gar keine Frage. Vielleicht bildet sich hier jetzt gerade im Minutenchart, keine Sorge, bis ihr das Video guckt, ist das wahrscheinlich längst rum. Dann könnt ihr das aber in jeder zukünftigen Minute, Stunde, Tageszeit wiederfinden, nämlich Schub hoch, wackelig runter. Denkt immer dran, lasst euch triggern, nicht einfach da rein lotsen im Sinne von, ich mache schon mal im Vorauseilen. Achtet immer drauf, habt ihr eine starke Seite, habt ihr eine schwache Seite. Das ist das Grundprinzip an der Börse. Wenn ihr das nicht klar erkennen könnt, wisst ihr, Finger weg von diesem Markt, dann gehe ich halt auf einen anderen. Wenn ihr das stark erkennen könnt, wenn ihr das seht, dann habt ihr eine gute Möglichkeit, das einzuschätzen. Hier zum Beispiel ist das relativ flach, allerdings wenig ausgeprägt. Da bin ich dann auch jemand, der verpasst sowas gerne mal, sowieso morgens um 6. Aber trotz alledem, das kann schon passieren. Kommt aber so eine Bewegung dann ein wenig A, B, C oder mehrfach wackelnd hin und her, dass man da auch ein bisschen so eine Fläche zwischen zwei Trendkanälen zum Beispiel jetzt aufzeichnen kann, dann hat man eine ganz gute Chance. Ganz einfache Regel. Habt ihr eine starke Bewegungsrichtung, eine schwache, geht es wohl in die starke nochmal weiter. Ihr seht, das ist also jetzt auch kein Einzelfall. Ich könnte das jetzt stundenlang machen. Das ist die Aufgabe eines Händlers. Beispielsweise, ihr könnt natürlich auch andere Handelsansätze benutzen oder aber hier hinzuziehen, dass ihr sagt, ich lasse mir das nochmal bestätigen über Fibos und so weiter. Das wäre aber jetzt in diesem Video zu viel, weil ich schon so viel gequatscht habe. Das ist zum Beispiel etwas, was wir uns dann angucken, auch über
Das Born for Trading, wer also Zeit und Lust hat, noch mehr davon zu bekommen, der kann auch Nachrichten auf Smartphone nochmal bekommen, mit Zeichnungen, mit teilweise dann eben noch die Fibonaccis dazu oder anderen wichtigen Hinweisen. Naja, wichtig werden wir sehen, aber ich bin bemüht, sagen wir es mal vorsichtig. Also meldet euch da an, ihr habt die Möglichkeit, da kostenlos drauf zuzugreifen und eben den Trade des Tages, wo wir dann ganz konkret dann auch unsere einzelne Trades, die wir ganz attraktiv finden, da eben vorstellen. Damit ihr die Nachricht bekommt, müsst ihr euch anmelden, damit ihr die dann natürlich auch nicht verpasst. Das wäre ja dann auch doof. So, wir sehen also abschließend, dass auch der Nasdaq eher so die scharfe Richtung nach oben hat. Ob er sie durchhält, weiß ich nicht. Aufgabe für mich, wenn ich Longs handeln will, das abzuwarten oder eben im Zweifelsfall eine A, B, C. Es ist nicht wirklich schwer, das voneinander zu erkennen. Denkt immer dran, wenn es schwer ist zu erkennen, dann ist es nicht keine gute Trading-Situation. Es kann natürlich so auch passieren. Wenn es so passiert, dann ist Long vom Tisch. Es ist also überhaupt gar nicht das Thema. Wichtig ist, weil das verwechseln viele, ja, aber das sehe ich doch erst im Nachhinein. Ja, aber in diesem Moment kann ich sagen, das ist mein Trigger für die Long-Seite. Das heißt, wenn er da durchgeht, dann gehe ich Long. Natürlich nicht vorauseilend. Da seht ihr die Schönheit dieser Geschichte. Wenn nämlich das passiert, wo ist das mit dem Trigger? Da muss doch irgendwo ein Haken sein. Da gibt es keinen Haken. Also bin ich schon per se schon davor geschützt, hier wie wild in die falsche Richtung unterwegs zu sein. Umgekehrt, wenn ich sowas dann bekomme, dann kann ich sagen, ja, das hatten wir doch schon ein paar Mal. Ach ja, wenn wir dann sowas haben, wo gehe ich dann schon? Ach ja, wenn er dann das hier entsprechend triggert. Also das ist wichtig, das bitte nicht verwechseln. Ich weiß, viele ärgern sich darüber. Ja, der soll doch mal konkret sagen, nee, der Markt entscheidet das. Und ich habe euch die Marken gezeigt jetzt, die ihr selber im Chart dann finden könnt. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ah, habe ich noch ein bisschen Mühe mit, dann meldet euch hier an. Die beiden Links für den Trade des Tages und für Born for Trading, die sind hier dran. Und dann könnt ihr viele, viele Beispiele, das kriegt ihr auch hin, wenn man das 5-mal gezeichnet hat, dann schafft ihr das mit Sicherheit genauso gut wie ich, wenn nicht noch viel besser. Also in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt heute erstmal einen erfolgreichen letzten Handelstag der Woche, anschließend ein erholsames Wochenende und nächste Woche geht es ja sowieso weiter. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Alles Gute und liebe Grüße.